Glück auf! Morgen! Mit diesen bezaubernden Bildern begrüßen wir euch zu unserem letzten Teil unserer Urlaubsreise. Jo! Andernach! Genau, wir stehen jetzt hier gerade auf diesem Geysir-Erlebniszentrum Andernach. Auf der Dachterrasse. Genau, weil wir wollen ja zu dem Geysir. Und unser erster Versuch, mit dem Fahrrad dorthin zu kommen, ist leider gescheitert. Weil habt ihr gerade gesehen, ne? Mit dem Fahrrad kommt man da nicht. Ich meine, man würde da hinkommen, wenn sie einen lassen würden, aber die lassen einen nicht. Nee, das ist ein bisschen komplizierter hier, glaube ich, ne, oder? Ja, du kaufst eine Karte, dann kannst du hier durch dieses Erlebniszentrum stapfen. Ist interessant, ne? Da werden die ganze Geschichte von den Gesteinen, dem Vulkan und der Geysirs und so weiter erklärt. Und dann fährt nachher das Schiff um 15 Uhr, glaube ich, dann rüber zu dem Geysir. Und dann kann man sich den Geysir angucken. Ja. Und dann fährt man mit dem Schiff wieder zurück. Genau. So, und dann, du kaufst die Karte, ne? Du kannst dann aber hier durchs Museum gehen, so wie wir jetzt gerade. Ich weiß auch nicht, ob die Bilder was geworden sind. Das ist ein bisschen verpixelt, vermute ich jetzt mal. Aber egal. Für den ersten Eindruck sollte das ja reichen. Und das ist ja einfach. Ja. So, mit der. Also dann kannst du auch wieder hier raus, ne, und in die Stadt gehen, was essen gehen. Genau, bis der Schiff. Wir haben einen Abfahrtpunkt. Bis das Schiff dann losfährt, wir haben einen Zeitpunkt, da müssen wir uns dann am Schiff einfinden. Ja, irgendwie sonst fährt es ohne oder uns. So, ne? Viertel vor drei? Irgendwie so? Ja. Jo. Wetter spielt mit, das ist gut. Ja. Ist nicht kalt, 17, 18 Grad, passt. Genau, trocken. Sonne kommt gleich raus. Ja, dann können wir mal gucken. Ich weiß nicht, gehen wir noch mal durch Andernach durch? Ja, klar. Jetzt? Wir haben ja noch Zeit wir genug. Haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit genug. Gut, dann kommen noch ein paar Bilder jetzt. Genau. Bis später auf dem Schiff, glaube ich. Bis später. Hier wurden früher Zölle erhoben, am Bollwerk. Am Bollwerk, genau. Rheinzollbastion. Jetzt ist es ein Ehrenmal der Gefallenen der Weltkriege. Thank you.
Zurück von aus Andernach. Andernach, meine Herren, meine Mann. Von unserer Geysir-Tour. Geysir-Touristenfalle. Nein. nein. Aber man kann schon den Eindruck kriegen. Ja. Also, Ziel war es ja, mit dem Fahrrad dorthin zu fahren. Fast geschafft. Hätten wir, also wären eigentlich da gewesen. Nur wir durften da nicht rein, weil ich sag mal, keine Karte, kein Ticket. Also die Fahrradtour dahin war eigentlich schön, ne? Ich meine, nur ein bisschen matschelig, weil das ging dann da so ein Trampelfahrt durch die Botanik. aber schön. Habe ich aber schon gezeigt. Ich habe die Bilder schon reingeschnippert. Achso. So, auf jeden Fall, man kommt nur in Verbindung mit einem Museumsbesuch im Geysir-Zentrum. Da kauft man die Karte, kann da durch dieses Geysir-Zentrum durchlaufen, wo man allerlei Informationen über Vulkanismus und... Ja, die Funktionsweise vom Geysir kannst du nachstellen, nacharbeiten, da ja, mit Pumpen, ja. Wasserpumpen, CO2 drauf und ach, eigentlich... Also für Kinder auf jeden Fall sehr, also auch so, ja, ich fand es auch interessant. So, aber ich bin auch kein Kind. Aber auch für Kinder, glaube ich, sehr interessant. Ja. Und dann fährt man mit dem Schiff bis zu dieser Halbinsel. Und kann dann da diesen Geysir gucken. Ohne Fahrrad. Und dann wieder mit dem Schiff zurück. Ja. Das Ganze kostet Erwachsene 16 Euro. Geht auch noch, finde ich. Ja, jetzt auch mit der Schiffstour, da geht ja auch noch mal 5, 6, 7 Minuten. Also dann, ja, ist okay. Also der Preis ist aus unserer Sicht zumindest okay. Ja, man kann eine Menge sehen und lernen. Ja, den Geysir selber ist halt ein Kaltwasser. Aber war hoch, ne? Okay. Ja. da ist der,
weltweit größte Kaltwassergeysir der Welt. Seiner Art. Seiner Art. Ja, Kaltwassergeysir eben. Ja, kein Heißwassergeysir. Aber seiner Art. Wahrscheinlich gibt es noch mehrere davon. Aber das ist ja eigentlich, haben die ja, die haben ja nach Kohlendioxid gesucht. Gebohrt, genau. Und haben jetzt durch Zufall so ein Geysir entstehen lassen. Ja. Ne? Das wird dann da erklärt, wie das entsteht durch Druck und, ne, und alles. Also, wer noch nie da war, sollte das einmal tun. Aber ich denke, auch einmal reicht. Also für uns reicht es einmal, ja. Wobei aber die Schifffahrt, die war schön. Ja, ja. Nein, alles gut. Ja. Wir waren noch in der Stadt, da ist jetzt nicht allzu viel los gewesen, die Burg. Ja, es ist heute aber Ruine. Auch Sonntag, ne? Also Feiertag, ne? Und ja. Von daher, da war natürlich alles zu, außer Kaffee, Eiskaffee oder Bistros, ne? Ansonsten nee, aber so ist schon eine schöne, nette Stadt, gar keine Frage, ne? Ja. Kannst du bestimmt mal schön flanieren. Ich sage, die alte Burgruine, ja. Ja, Stadtmauer. Von wo sind wir nochmal? Andernach. Andernach, die Burgruine von Andernach. Ja. Ja, so. Ja, ansonsten hätten wir jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Nein, hiermit endet unsere Tour. So, wir sind schon wieder durch mit allem. Mit allem vor allen Dingen. Also mit Urlaub. Ja. Oh. Ja. Ja, wir sind durch, wir sind fertig. Mhm. Nee. Ja, das soll es dann auch gewesen sein, tatsächlich jetzt von unserer, ich sage jetzt mal, Süddeutschland-Tour, wo wir jetzt gerade nicht mehr ganz so südlich sind. Südlich von Dortmund noch sind. Ja, genau. Also für uns ist es Süddeutschland. Süddeutschland. Vielen Dank für alle, die dabei waren, für alle, die wieder bei uns auf dem Rücksitz gesessen haben, alles vollgekrümmelt haben. Und ja, vielen Dank für die ganzen lieben, netten Kommentare, die da gekommen sind. Ja, hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ja. Es war lange, lange her gewesen, aber ich glaube, so langsam kommen wir wieder rein. Der Feinschliff fehlt vielleicht noch, aber ihr verzeiht uns. Ja. Ja. Also, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt sauer, mach's gut. Wir sehen uns dann bei der nächsten Tour. Ne? So ist es. Tschüss und Glück auf. Tschüss. Macht's gut. Stopp, 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 stopp. Wir haben noch was vergessen. Jo. Stellplatz. Stellplatz. Wir haben ja versucht, es gibt ja hier zwei, unten am Rhein den größeren. Direkt an diesem Center da, ne? Ja, rappelvoll. Eng, rappelvoll, zwar schöne Sicht auf den Rhein. So, und dann habe ich ja noch einen zweiten aufgetan, der ist oberhalb von Andernach an einem Wellness-Sauna-Spa-Hotel. Genau, Monte Mare. Der war komplett leer, als wir hier hinkamen. Doch ein Wohnwagen stand. Genau, für alle, die es interessiert, hier stand ein Wohnwagen. Ja, also hier sind Parkplätze, hier ist ein Hotel. Die Plätze sind groß genug. Und nur, also der kostet 5 Euro pro Tag. Das heißt, wenn man abends um 6 Uhr kommt, kostet das schon für den Tag 5 Euro. Und wenn man nächsten Tag um 7 Uhr fährt, genauso 5 Euro. Also wären dann 10 Euro. Egal, aber der ist schön ruhig. Ja, du bezahlst sonst auch für 24 Stunden irgendwie 10, 12, 15 Euro. Ja, ja. Das ist jetzt hier nur ein bisschen komisch über den Tag irgendwie. Ja, jeder angefangene Tag zählt als voller Tag. Egal. Es gibt Strom. Ja. Gemünzt. Ja. Es gibt eine Entsorgungsstation. Ja. Versorgung. Ja. Ansonsten ist das hier ruhig. Ja, ne? Eigentlich Totenstille. Ja, man hat hier so die abfahrenden und anfahrenden Autos von dem Hotel, von dem Spa, aber... Ja, genau, bis 22 Uhr ja, so genau. Zu und dann ist Ruhe. Genau. Man kann aber auch, wenn man ins Spa geht, kriegt man da Ermäßigung. Rabatt. Genau. Das sieht sehr gut aus da. Ja, ja, können wir vielleicht nochmal weiter. Gut, das nochmal kurz erwähnt. Ja. Ja? Genau. Also ich würde den Platz hier immer vorziehen, vor dem anderen.
andere ist mir zu eng und zu voll. Ja, so. wenn das nicht ganz so voll ist, aber du hast halt einen schöneren Blick direkt auf den Rhein. Also wenn du erste Reihe stehst, ja. Ne? Wenn nicht, dann ist sowieso alles. Aber du kommst von hier aus auch gut mit dem Fahrrad in die Stadt. Sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. Sind circa 3 Kilometer. Ja. Gut. Das wollten wir noch mal kurz gesagt haben. Ja. Und jetzt ist aber tschö. Ciao.